Bevor ich jetzt anfange, sollte uns klar sein, dass wir drei jetzt beobachtet werden. Und alles, was ich jetzt erkläre, erkläre ich eigentlich bloß dem, der uns jetzt beobachtet. Wisst ihr, ob ich das sage? Ich hätte jetzt nur den Geist, der uns jetzt ausdehnt. Wie meine ich mit uns? Na, einfach diese drei Pixelmännchen, die du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Und der diese drei Pixelmännchen jetzt auf diesem Monitor vor sich anschaut, die man sich selber ausdenkt, der genau genommen nur auf seiner VR-Brille ist, noch genauer seine sinnlich wahrgenommene Information ist. Dieser eine Geist, der muss klar sein, du bist nicht dieser Körper, der jetzt angeblich vor dem Computer sitzt, sondern du bist auch der sich seinen eigenen Körper ausdenkt. Und Sachen, die du denkst, existieren immer nur, wenn du sie denkst. Das ist der erste Anfang von Woo Feeling. Und wenn du das nur bei einem einzigen Gedanken vergisst, lebst du in der Welt, in die du dich zurzeit hineinlegst. Ich entschuldige mich jetzt von vorne wieder, wenn ich ein wenig besoffen rede, aber ich habe da so meine Probleme. Es ist nicht schlimm, es ist bloß Krebs, sagt der Udo immer. Aber das kommt und geht wie alle anderen Sachen auch. Das ist jetzt nicht ein Schönreden, sondern alles, was in dir auftaucht, ist wichtig und richtig und gut. Wenn man es rot versteht. Es ist Existierendes, ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Existierende heißt heraustreten aus. Wo treten die Dinge heraus? Aber das haben wir tausendmal durchgekaut. Und ich zeige dir diese unendliche Geistlosigkeit der Menschen, die du dir ausdenkst, und die sind alle durch die Bank, nahezu ohne Ausnahme, Spiegelbilder von deiner eigenen Geistlosigkeit. Wenn man das einmal verstanden hat, dass du der Einzige bist, der die Informationen erlebt, die durch dich, durch dein eigenes Denken von dir in dir erschaffen werden. Was ist daran nicht zu verstehen? Wie unendlich geistlos bist du Geist eigentlich? Wie selbstvergessen bist du Geist, wenn du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun? Dir muss klar sein, ich behaupte jetzt einfach mal, dass von dem, was du als Information zu sehen bekommst, weit über 90%, was sich in dir abspielt, ist nicht real, sinnlich wahrgenommene Information auf der VR-Brille, sondern es sind Gedanken von dir, die von dir gedacht werden. Wenn du Zeitung liest, ein Riesenschwall von Interpretationen, die du in dir erschaffst. Wie unendlich krank bist du eigentlich, wenn du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun? Es wird es ohne dich nicht geben. Geh-Eben, Geistes-Eben. Ein kleines Beispiel, dass du dich ein bisschen einklinken kannst nochmal. Wir denken uns jetzt einen Zeitungsausschnitt. Ich mache jetzt nur ein Beispiel. Das ist einfach ein Fetzen Papier, den du dir ausdenkst. Der ist natürlich dann ziemlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille. Es kann auch ein Monitor sein, wo Worte draufstehen. Geht gleichgültig, ob du jetzt Worte in Form von Bildern siehst, optisch, oder ob du die als Geräusche hörst. Das Prinzip bleibt gleich. Wir haben einen gewissen Text. Und ich muss jetzt klar sein, wenn ich diesen Text von verschiedenen Menschen, das heißt von verschiedenen Interpretationsprogrammen, von verschiedenen Charakteren lesen lasse. Und jetzt denken wir uns mal ganz bewusst, da geht es über Putin und die NATO und die Ukraine und all das Zeug über die Politik, über die AfD, über die CDU, über all solche Themen, behaupte ich jetzt einmal, je nach Programm, dass zwar bei den Worten Putin und Ukraine alle dieser Geister, die der deutschen Sprache mächtig sind, bei Ukraine an das Land denken, bei Putin an den russischen Präsidenten denken, das denke ich mir jetzt. Dass also hier diesbezüglich, egal wer jetzt, das heißt welcher Mensch, welches Konstrukt, Wert- und Interpretationsprogramm aus diesen Worten in seinem Kopf Vorstellungen macht, das hängt davon ab, wer du zu sein glaubst, dein Wertesystem, deine Logik, dein Intellekt, erschafft aufgrund dieser Worte, die in dir auftauchen, Vorstellungen in dir. Dass die zwar alle an dieselben Dinge da außen denken, aber qualitativ ein und derselbe Artikel von jedem komplett anders interpretiert werden kann. Ja.
Es ist ein Unterschied, ob das ein Rechter oder Linker ist, ein AfDler, ein CDUler, dein eigener Charakter macht jetzt aus dem Wort unendlich viele verschiedene Vorstellungen. Zwar böse Putin bleiben die gleichen, aber sobald die Qualität ins Spiel kommt und die Vorstellung von richtig und verkehrt und gut und böse, kann sich das komplett, ist komplett austauschbar. Stimmt oder stimmt? Absolut. Das ist der erste Satz. Wenn du Holofeeling verstehst, wenn du weißt, dass da mal was du selber bist und du verstehst die Vordersprache, wirst du aus demselben Text einen komplett anderen Film in deinem Kopf laufen lassen können. Dann kommst du auf die Metaebene. Das ist das, was ich seit 19 jetzt ausgedacht, 30 Jahren, da mache ich natürlich das Gleiche, so weil in der Vergangenheit niemals etwas war, erkläre. Dass du von mir nie hören wirst, dass irgendjemand nicht recht hat, dass das nicht stimmt, was er denkt. Er denkt es doch. Und du bist geführt von Menschen, deine Lehrer, deine Erzieher, deine geistigen oder religiösen Vorbilder sind alles Vollpfosten. Bis auf wenige Ausnahmen. Ganz wenige Ausnahmen. Wenn du dir Physikvorlesungen anlässt, diese Idioten, Idiot lateinisch heißt einfach nur einfacher Mensch und Mensch bezieht sich auf ein Image, auf ein Trockenlassen, auf eine eigene Definition, auf ein sterbliches Säugetier. Ich unterhalte mich nicht mit sterblichen Säugetieren, die gehen mir am Arsch vorbei. Alle. Bei jedem Menschen, sprich blau gelesen, Körper, Person, sich schon auflöst, wenn ich ihn nicht mehr denke. Der Bruch des ersten und zweiten Gebotes katapultiere dich in eine ewige Hölle, solange bis du wieder anfängst, selber zu denken und dir klarzumachen, was ist jetzt eigentlich da? Wer bin ich und was sind meine Gedanken? Das erzählen dir unheimlich viele Esoteriker und wollen dann weltrettend aus. Wenn du mal begreifst, dass du der Einzige, wenn du zu verstehen beginnst, dass du Geist bist der Einzige, der das erlebt, was du denkst. So, und jetzt denke mal dir deine Erde aus und deine Welt und dein Land und die anderen Länder. Diese Scheiße, die du dir jetzt ausdenkst, da ist kein anderer dafür verantwortlich. Das erschaffst du hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Und dann hast du die Perspektiven der Tasche, wo ich immer wieder sage, die alle gleichzeitig sind. Erst wenn du das zusammensetzt, diese Filmvorstellungen, wo du immer nur eine Seite, die richtige Seite haben willst. Wer bestimmt, was richtig und verkehrt ist? Das sind lauter solche ganz einfachen Sachen, ob du Fan bist oder kein Fan bist. Schau, stellen wir uns doch ganz einfach mal vor, unser Habeck, unser Finanzminister, läuft übers Wasser. Wie ich vor angeblich 2000 Jahren. Was machen dann all die grünen Hampler? Die fallen auf die Knie und beten ihn an. Und was sagen die anderen? Die sagen, der Hit, der kann ja nicht einmal schwimmen. Gut. Das ist das große Problem mit dieser Einseitigkeit. Das berühmte Glas, das entweder halb voll oder halb leer ist. Beide waren mit demselben Reizauslöser konfrontiert. Wir können das Glas auch Budi nennen oder Habeck nennen und die einen sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Bei Holofeeling sieht das ganz anders aus. Wenn ein Holofeeling-Mensch ein Glas hat vor sich stehen, symbolisch, das halb voll ist, dann sagt er für sich selber, oh, offensichtlich nutze ich von 100% Möglichkeiten zurzeit bloß 50% aus. Gut. Das ist geistreiches Denken. Gut. Gut. Ja. Es ist, wenn du hier diese Erklärungsmodelle, und wenn ich jetzt immer wieder darauf hinweise, und hör bitte genau zu, es ist für dich überlebenswichtig. Nicht überlebenswichtig meine ich nicht, dass dir irgendwas passieren könnte. Ich erkläre in den Offenbarungen lang und breit, was du bist. Du bist Geist, von meinem Geist. Und Geist ist als Ding an sich, jetzt benutze ich das Wort Geist, um etwas zu beschreiben. Ich könnte auch sagen, du bist nichts. Geist ist etwas, was als Ding an sich niemals existieren kann, weil er ewig ist. Das gilt auch für den Gott. Also die Diskussion, ob Gott existiert oder nicht existiert, ist eine Demonstration von Geistlosigkeit. Egal,
der hat das Wesentliche nicht erkannt. Zuerst einmal die Sache, wer denkt sich jetzt Gott aus? Was ist Gott jetzt? Ein Gedanke in meinem Kopf. Wenn wir Gott als Schöpfer definieren, ich sage das immer wieder, muss dir klar sein, du bist der Gott für die Welt, für alles, was du dir ausdenkst, weil du das Leben jetzt in deinem Kopf erschaffst, in dem Moment, wo du es denkst. Das ist übrigens ein hundertprozentig sicheres Fakt. Ein Fakt, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Ja. Und wenn wir jetzt so Stellen machen und du hörst, ich springe ganz einfach mal, weil es mir gerade in den Sinn kommt, einen Vortrag von unserem Herrn Zeilinger, Nobelpreisträger, ein ganz knuffiges Kerlchen, das ich mir jetzt ausdenke, der hat einen schönen Vortrag gehalten jetzt in Wien, der wäre es wert, dass wir den nochmal Wort für Wort durchgehen. Und da geht es über die Verschränkung. Und ich mache nur ein kleines Beispiel, wenn man etwas populärwissenschaftlich zumindest minimal gebildet ist, dass man sich ein bisschen ein paar Videos anschaut, was Verschränkung ist, die übrigens alle von hinten bis vorne so trügerisch sind. Du hörst Worte, wir sind wieder, denk an das Anfang des Gesprächs. Du denkst wieder Worte, du hörst Worte oder liest Worte und machst mit deiner Logik Vorstellungen aus den Worten. Und du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Du greifst immer auf deinen Schwamminhalt zurück. Ja. Das ist dein Intellekt, den du dir nicht raussuchen konntest. Ja. Erkläre dich jetzt nicht, wenn es einen interessiert, wenn nicht, hat er sein eigenes Problem. Vorausgesetzt, du hörst mich jetzt sprechen und die Menschen, die du dir ausdenkst, sind schon wieder weg, wenn du sie nicht kennst. Da gibt es nichts zu retten. Es ist ein unendlicher Lügenhaufen und ihr bietet Geld auch in jeder Einzelne. Ein verlogener Haufen ist das Sodom und Gomorra. Das ist das, was du zu durchschauen hast. Wie Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, dass dir das bewusst wird? Du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Das mache ich. Ja. Du könntest es, wenn du deine Freiheit nutzt. Da musst du aber zuerst wissen, was du bist und warum das da ist, was du jetzt denkst. Ja, ganz einfach, weil du es denkst oder weil du es anschaust. Jetzt könnte ich wieder, wir werden dann gleich in das Selbstgespräch reinschauen, dass ich Schnitt mache und so, wo wohnen jetzt die ganze Zeit die Figuren auf dem Bildschirm hinter diesen zwei älteren Pixelmenschen? Wo waren jetzt die ganze Zeit die Figuren? Jetzt mache ich Schnipp, jetzt denkst du noch an den Körper und jetzt denk, was jetzt hinter dir ist. Wo war das jetzt die ganze Zeit? Wo war eigentlich jetzt die ganze Zeit dein Kopf? Das sind so Sachen, die ich immer wieder wiederhole. Und wenn du jetzt deinen Blickwinkel etwas nach unten hebst, wenn du vor dem Computer sitzt, schaust du auf eine Tastatur, wo war jetzt die ganze Zeit? Die hat nicht existiert. Punkt. Du bringst das zweite Gebot. Du lebst in dem Wahn zu glauben, dass ein Gedanke, eine Information, die du jetzt in dir schaffst, dass das Zeug unabhängig von dir da aus ist, auch wenn du das nicht denkst oder anschaust. Ist das hundertprozentig sicher? Nein, das, was ich dir jetzt sage, du bist hundertprozentig sicher. Alles, was du anschaust, entsteht in dem Moment, wo du es anschaust. Und mit jedem Blickwinkel auf deiner Farbbrille, das ist wie wenn du Farbbrille aufhast. Es ist aber im Meer alles gleichzeitig in dir drin, weil das dieses Spiel ist. Ja. Jetzt mache ich einmal unseren Professor Zeilinger. Der beschreibt die Verschränkung. Ich zitiere aus einem seiner Videos, ältere Videos. Achte mal auf meine Worte, was du jetzt da draus machst. Er sagt, wenn wir hier zwei Teilchen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen lassen, mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist die Verschränkung. Wir drehen jetzt von einem Teilchen die Polarität, wird im selben Moment vom anderen Teilchen die Polarität auch gedreht. Ich mache jetzt das sehr populärwissenschaftlich einfach. Und zwar gleichgültig, wie weit die auseinander sind, ob die einen Kilometer auseinander sind oder 10 Millionen Lichtjahre auseinander sind. Sobald wir das eine Teilchen drehen, dreht das andere sich auch. Kommen Sie zu mir nach Wien ins Labor, ich zeige Ihnen das bei mir im Labor. Man achte auf meine Worte. Das ist unser Dr. Gassler, der vor dem Monitor sitzt, mit dem Finger auf dem Monitor deutet, das ist ein Photon im Flug. Ja. Ja. Solche Leute werden geehrt, wie gesagt, die kann für mich in der Klapse, weil die nicht wissen, was sie sehen und was sie sprechen. Ja. Und dann wird nachgeäfft und dann steht unten, ich stelle Ihnen unter das Video die Publikation, wie Sie das in Japan aufgenommen haben. Ja. Kannst du es beschwören? Du machst wieder aus Worten Vorstellungen. Mhm. Simpel und einfach. Und jetzt kommt die Verschränkung. Wir machen jetzt mal einen Quantenwürfel. Ich erkläre es mal ganz einfach. Wir sagen jetzt, das Teilchen wäre ein Würfel. Das ist natürlich Fantasie. Und wir lassen jetzt diesen Würfel mit Lichtgeschwindigkeit diesen
verschränkten Würfel, einen Würfel, mach mal zwei Teilchen, zwei Würfel, die in gegengesetzter Richtung auseinanderfliegen. Und wenn du jetzt den einen Würfel, die 1, nach vorne drehst oder nach oben drehst, im selben Moment dreht sich der andere Würfel, obwohl die Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen. Denken wir uns jetzt auch nach oben. Kommen Sie, ich zeichne das im Labor. Was er mir auch dann immer zeigen will. Und das große Rätsel, wo die Physik bis heute nicht gelöst hat. Wie kann der andere Würfel wissen, dass wir den Würfel nach oben drehen, wenn die mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen? Es muss ja eine Verbindung da sein. Da beißt sich zurzeit die Physik die Zähne aus. Und wenn ich jetzt da dabei wäre und ich sage jetzt, ich bin der, der ich bin, ich habe die Welt, die du träumst, erschaffen, dann würde ich zu diesem Professor Zellinger sagen, du kleines Dummerchen. Wo befindet sich der Würfel, der in die Richtung fliegt? Wo befindet sich der jetzt? Der befindet sich hier, weil du dir den denkst. Und wo befindet sich der Würfel, der in die andere Richtung fliegt? Der befindet sich auch hier. Und wer bestimmt jetzt, dass wir mit den einen Würfel hier, den wir uns dahin denken, umdrehen, dass dann der andere Würfel, den wir dahin denken, der auch hier ist, nach oben geht? Das bestimmst du, weil du geistlos irgendwas nachäffst, was irgendein Heisenberg irgendwann einmal angeblich, den du dir jetzt aus den Sinn der Vergangenheit entdeckt hast. Was hat er entdeckt? Das ist wie mit den Wassermolekülen, die die vor 200 Jahren schon entdeckt haben. So steht es in die Chemiebücher drin. Wie willst du was entdecken, wo keine alles aussehen kann? Genau. Das sind Hirngespinste. Jetzt pass auf, wenn du jetzt nicht voll verbrennt bist, mache ich es nochmal etwas einfacher. Ich rede immer rein. Das ist der Kopf des Schöpfergottes. Du denkst jetzt an den Spiegel. Das bist du selber. Und jetzt denken wir uns vor den Spiegel am Würfel hin. Und wir drehen jetzt aus. Ist ja alles ausgedacht. Ich sage jetzt, wo kommt das her, was du dir ausdenkst? Aus dir selber, aus deinem Wissen. Aus dem Wissen, auf das du zurückgreifst, aus deinem Schwamminhalt. Wir drehen jetzt diesen Würfel vor den Spiegel die 1 nach oben. Und welch ein Wunder. Der Würfel hinter dem Spiegel, der genauso weit weg ist wie der Würfel vor dem Spiegel, dreht im selben Moment die 1 nach oben. Und zwar gleichzeitig interessant ist, wenn jetzt der Würfel vor dem Spiegel einen Kilometer vor dem Spiegel ist und wir drehen das nach oben, was der Würfel, der einen Kilometer hinter dem Spiegel ist, auch im selben Moment die 1 nach oben dreht. Aber der Reihe, der Kopf des Schöpfergottes in meiner Vordersprache, ja. Ist doch logisch. Ja. Aber das große Problem der Physik kommt nicht umgekehrt. Das ist einfach nur, wenn du nicht wieder werdet wie die Kinder. Ja. Du bist jetzt in einer Endzeit und ich sage immer bei Holofilm, du spielst das dann mal deine Rolle weiter. Die Verwandlung ist nicht, dass du den Körper, den du dir denkst, der immer nur existiert, wenn du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Ändert an dir selbst, an den Geist, der diese Information, der diese Form annimmt, nicht das Geringste. Das ist meine 200 Gramm rote Gemüse. Ja. Wenn du nicht begreifst, dass die rote Substanz, was ich mal rot nenne, nicht denkbar, der Geist selber, der träumt, das ist ein träumender Geist als Ding an sich. Nicht. Ein gedachter träumender Geist ist kein träumender Geist, sondern ein ausgedachter Gott ist kein Gott, sondern ein Geschöpf. Du schöpfst aus dir aufgrund deines Wissens, deines Intellekts, baust du in dir eine Vorstellung auf, die gar nicht da außen ist. Dass deine Gedanken mit außerhalb deines roten Kopfes sind, ist doch jetzt roter Kopf, weil dein blauer Kopf, der existiert auch nur, wenn du ihn denkst. Also muss der Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, wo du dich in die Mitte hineindenkst, das ist das dritte Auge, wo ich immer vor Jahren schon erklärt habe, dass das, was du bist, sitzt eigentlich genau genommen ein paar Zentimeter, jetzt machen wir schon wieder einen Abstand, hinter deinen Augen an der Nasenwurzel hinten. Kannst du sofort überprüfen, ich sage, mach die Augen zu und jetzt denk dir mal deine Augen vor dich hin. Zack. Kannst du drehen, spürst du vor dir, dann klopft dir auf den Kopf, dann meinst du über dir, klopft dann auf den Kopf. Alles, was um dich herum ist, ist aber in dem Punkt in dir drin, in deinem Geist. In diesem einen Punkt. Das sind alle Beispiele. Und jeder, der meine Gedankengänge mitgeht, wie jetzt alles, was ich bis jetzt erzählt habe, der nickt eigentlich immer nur.
weil ich rede von dem, was jedes Kind sofort überprüfen kann, wenn ich wieder werde wie die Kinder. Ja. Und du machst dir viel zu viel Gedanken um Menschen, die du dir ausdenkst, dass die leiden können, dass die kaputt gehen, dass sie sterben können. Das große Problem jetzt mit dem Klima, eine einzige Lüge, du lässt dich anlügen ohne Ende und dann bist du entsetzt, dass die Menschen sich anlügen lassen aus. Weil die jetzt begriffen, was das ARD und die Öffentlich-Rechtlichen lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Aber wer denkt sich die jetzt aus? Warum sind eigentlich lügende Medien da? Und dumme Menschen, die auf diesen Schwachsinn reinfahren. Ja. Wer ist schuld? Ja. Wie oft hast du Geist, wenn du Hudofilin jetzt gedacht schon sehr oft studiert hast? Hast du überhaupt verstanden, was ich dir sage? Die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Ja. Wer ist dafür verantwortlich, dass du das denkst, was du jetzt denkst? Und wenn es so mal genau werden kannst du zuerst doch mal sagen, ich. Ja. Ich denke es doch. Und warum denkst du das? Und jetzt haben wir einen Satz. Ich weiß nicht, auf hunderte Male, wo ich das sage und du hast es noch nicht verstanden. Mhm. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Mhm. Mhm. Ein Pinsel malt ein Bild. Stimmt oder stimmt? Macht das oder macht das nicht? Mhm. Beides. Beides, genau. Du musst definieren, wie definierst du Schreiben oder Malen. Der bringt Farbe, der Pinsel oder der Kugelschreiber bringt Farbe aufs Papier. Diesbezüglich ist er der Schöpfer für das, was er zeichnet, malt. Der kann sich aber nicht aussuchen, was er malt und das er malt. Das ist bestimmt der Maler. M-A-L heißt von Gott und R heißt der Welt. Ja. Das, was ich Vatersprache nenne, Deutsch Ivri, ist ein System, das allumfassend ist. Der Maler ist der Intellekt, was bestimmt eigentlich, was auf dem Computer auftaucht. Zuerst nochmal die Software und die Programme, die du benutzt. Es kann auf deinem Bildschirm nur das auftauchen, was in irgendeiner Art und Weise als Datei auf dem Arbeitsspeicher ist. Das ist wie diapositiv und wie negativ. Wenn du einen Film anschaust, Bild, das ist natürlich eine abstrakte Form. Ist jedes Bild, das da auf dem Bildschirm auftaucht, gespielt auf der anderen Seite im Arbeitsspeicher, natürlich nur eine Struktur von 1 und 0, weil das Bild, das du jetzt siehst, diese drei Pixelmännchen, das sind ja keine Menschen. Es bewegt sich auch jetzt kein Finger, das sage ich tausende Male. Was bewegt sich jetzt von rechts nach links? Ein Finger? Auf diesem Ding bewegt sich nichts, auch nur einen Millimeter von der Stelle. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn du mit der Lupe hingehst, ja, dann wirst du feststellen, da existiert nicht einmal die Farbe weiß. Dann tauchen plötzlich rot-grüne und blaue Pünktchen auf. Ja. Und jedes Einzelbild statisch, keiner dieser kleinen Lämpchen bewegt sich. Es ist ein Arrangement von Helligkeitsunterschieden und dieser Riesenkomplex von Helligkeitsunterschieden in Bezug auf diese zig, hunderttausende von kleinen Bündchen beim guten Monitor. Wenn in Form von 1 und 0 in einer riesenlangen Reihe, die alle gleichzeitig da sind, ist ein allereinziges Einzelbild. Angeblich hat man mir erzählt, ich habe es noch nie gesehen. Ich baue schon wieder eine Vorstellung auf, aufgrund vom Wissen, das ich vom Hirnsaugen kenne. Und dann kommen so Kleinigkeiten, dass ich zum Beispiel ein Update habe mit meinem Professor Lesch. Das ist nicht ganz die hellste Katze. Dass, wenn du dem zuhörst, dass ich immer wieder sage, der wird bewundert, jetzt von uns ausgedacht natürlich. Er ist für Millionen von Menschen eine gewisse Koryphäe in Physik und Astrophysik, auch in Effendern, manche sogar in Philosophie. Es ist ein absolut geistloser Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen, der gar nicht weiß, was er spricht. Ich werde dir auch erklären, wieso. Keine Schuldzuweisung. Hör bitte auf irgendjemanden, den du dir denkst, den du hundertprozentig sicher durch dein Denken hier und jetzt in deinem Kopf erschaffst. Hör auf irgendeinen Gedanken, nenne ich jetzt das einmal, den du in dir erschaffst, ihn weder zu bewundern, wird auch jetzt ein Udo eventuell, oder ihn niederzumachen. Es sollte klar sein, dass jeden Gedanken, den du denkst, der zuerst einmal nur dann ist, wenn du ihn denkst, und er wird genauso sein, wie du ihn denkst. Ja. Es ist so einfach. Ja. Und zu meinen, dass so einfach kann man es sich ja nicht machen. Das löst ja die Probleme da außen nicht. Doch. Doch, absolut. So, und jetzt mache ich Schnitt und jetzt denkst du an eine Erdkugel. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Die hat nicht existiert.
dein Problem ist, du bringst das zweite Gebot und du meinst all das. Wenn du jetzt, was mit Hugo Feeling passiert ist, ist eine absolute Revolution und ein Neuaufbau einer vollkommen neuen Welt. Eine vollkommen neue Welt hast du nur belohnt hat. Ja. Dann doppelt aufgestanden hat. Wieso sage ich, das heißt ja nur, ja ganz einfach, du musst die göttliche Vordersprache, das ist ein Konstruktprogramm. Wenn ich als Brüssel in den Selbstgesprächen sage, ich beweise dir, wenn du bereit bist, mir geistig, intellektuell zu folgen, in eine vollkommen neue Welt, ich beweise dir mit 100% arithmetischer Sicherheit, die auch überprüfbar ist, de facto, empirisch überprüfbar ist, auf der Stelle, von jedem Kind, ohne großen Intellekt, dass du dich jetzt in einem Traum befindest, in einer Traumwelt befindest und alles, was du sinnlich wahrnimmst, das schaffst du selber auf deiner Verabrede. Hier ist Schluss. Und all das baut auf dem Wissen auf, das du zum Denken benutzt. Und das Wissen, das du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, ist ein absolutes Nichts im Vergleich zu dem, was jetzt schon an Wissen in dir drin ist, an Möglichkeiten in dir drin ist, vollkommen neue Physik, gigantische Sachen aufzubauen. Ja. Das ist das, was ich dir biete, wenn ich dir meine Hand reiche. Das Einzige, was du dazu tun musst, du musst dein jetziges Wissen opfern. Ja, das stimmt. Auf die Computermetapher, du hast einen Hochleistungscomputer, mit allen Schikanen, was du dir vorstellst, auf deiner Festplatte ist das komplette Internet. Das heißt, alles Wissen, was jemals war und was noch kommen kann, ist jetzt schon in dir drin. Mhm. Ja. Dein Betriebssystem ist aber bloß basic. Ja. Das heißt, die große Masse an Programmen kannst du mit basic gar nicht öffnen. Ja, genau. Das ist immer mein Beispiel, ich sage, du brauchst erst einmal Windows. Ja. Das ist ja immer noch. Windows ist ja immer noch auf mich deiner jetzigen weltlichen Logik. Da gibt es noch viel gigantische Systeme. Aber du kannst halt nicht von unten nach oben sehen. Mhm. Es ist da und das werden wir machen. Und nochmal, du musst dir über dich selbst, über den, den ich das jetzt erzähle, keine Gedanken machen, du bist ewig. Das ist an keine Bedingungen geknüpft. Das ist so. Sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Und du bist übrigens der Einzige, der mich sprechen hört. Wenn du jetzt meinst, dass die zwei älteren Pixelmännchen, die laufen mit dem Kopf nicken, welchen Kopf eigentlich auf dem Monitor? Dass die das jetzt verstehen, setzt du schon wieder eine Illusion auf den Leim. Du bist eine Illusion auf den Leim. Ja. Du bist der Einzige, der das jetzt erlebt und was du jetzt erlebst, ist deine Information. Information. Jetzt machen wir Folgendes, dass wir da mal ein bisschen weiterkommen. Ich tue meinen Bildschirm übertragen. Jetzt springen wir heute Morgen in unseren Chat rein. Da habe ich eine Kleinigkeit reingestellt. Jetzt nehme ich natürlich wieder Namen. Aufgrund der Namen denkst du dir was aus. Da unser Lutz. Das ist jetzt nur ein Name. Es ist so unheimlich logisch, dass da irgendeiner außen ist, der in diesen Skype-Chat was reingestellt hat. Das kannst du eigentlich vergessen. Der hat jetzt da ein Gebet reingestellt. Du siehst, da ist eine ziemliche Reaktion, haben sich viele gefreut darüber. Es ist ein kleiner Gebet, ein kleines Gebet. Und jetzt natürlich ganz bewusst mache ich Ed Lutz. Ich unterhalte mich ja nicht mit Menschen, die ich mir ausdenke. Meine Botschaft richtet sich an den, der sich das jetzt ausdenkt. Und ich schreibe jetzt, mein lieber Lutz, da ist dir, und jetzt dieses, muss man das Prinzip der Vordersprache verstanden haben. Alles der Erwachte, das bist du und ich, der vom Bücherregal und der jetzt das Leben erlebt, das du jetzt lebst. Denk einfach an dich und dann wird deine Logik dich zwingen, jetzt an einen ganz bestimmten Körper zu denken. Das ist immer das Spiel, wo ich sage, denk jetzt einfach einmal an dich. Dann denkst du jetzt an einen ganz bestimmten Körper und an einen ganz bestimmten Menschen. Aber an wen du jetzt denkst, hängt davon ab, was dein Intellekt, dein Programm dir vorschreibt. Du musst das wirklich verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dieses Video kann nur ein und derselbe Geist, es gibt nur einen allereinzigen Geist, das sage ich, sein Computer. Symbolisch. Was da auftauchen kann, steht und fällt mit der Software, mit den Daten, mit dem Programm und das ist zurzeit ein Intellekt. Wenn ich mir jetzt hier Tausende von verschiedenen intellektuellen Systemen vorstellen. Ich gebe in den Computer die Eingabe, jetzt denke mal an dich. Dann wird je nachdem, welcher Intellekt in den Computer in diesem Geist läuft, wird ein ganz bestimmter Körper auftauchen. Das bestimmt aber das Programm, das in deinem Arbeitsspeicher ist. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, der Schwamminhalt.
Das habe ich immer wieder erklärt. Und jetzt mache ich hier, da ist dir, zuerst einmal geöffnete Schöpfung, eine Gedanke. Und du denkst jetzt an dich als Trockennasenaffenkörper und dann sage ich, da ist dir, Fragezeichen, das streiche ich jetzt durch. Da hat dir dein roter Vater, hebräisches Wort für Vater ist ab, englisch ausgesprochen UB, das ist der Wachte. Vater und Sohn sind eins. Ich bin eins mit dem Vater. Ein hervorragendes Gebet, interessant, ein, da ist das Nicht-Existierende, der Urknall, bevor er geknallt hat, der Geist, der schläft, ohne zu träumen. Da ist nichts. Kein Geist, der einen Traum anschaut und auch keine Traumwelt. Und in dem Moment, wo du zum Denken anfängst, das ist der Adam. Ein heißt auf Hebräisch nicht existierend. Kein Tier, sondern ewiger Geist. Ein hervorragendes, HL heißt eine wahrgenommene Berechnung, das ist das hebräische Wort für Berg. Vor dir ragt etwas heraus, ein hervorragendes Gebet. In der Geistesruhe auftauchen lassen. Ich habe da einen Klammereinsatz, das hast du nämlich übrigens, über dir, du bist immer, das eine Gedankenwelt ist der göttliche Geist, sind wir zwei und wir sind ein Bewusstsein. Das ist das absolut beste Gebet, das je von einem Brösel besser von einem meiner Geistesruhe gebetet wurde. Und jetzt habe ich hier bei dem Gebet, habe ich jetzt das Gebet Konsonant GBT D geschrieben, können wir uns ja ganz kurz anschauen. Du wirst jetzt feststellen, dass der Braunen, BR, äußere Auen heißt es, BR heißt das Äußere und Auen sind Flächen. Äußere Flächen, das sind die Höhenlagen, aber ich will jetzt nicht so physikalisch werden. Ein Buckel, ein Rücken, ein Kuppen, Erhöhungen, das sind eigentlich deine Gedankenwelt. Sehr interessant, ne? Mhm. Verborgene Wert. Ist 486. 86 ist UB. Der immer sein wie UB. Halt. So. Und dann habe ich jetzt hier das Bet. Hebräisch Bet, wird Bet ausgesprochen, heißt das Haus. Und da gibt es halt ein innerhalb und ein außerhalb. Das kannst du alles anlesen. Man weiß es nicht. Das ist dieses Gebet. Das stellen wir dann mit in das Update mit rein. Okay. Auftauchen lassen. Jetzt habe ich da mal einen Zusatz. Übrigens, er, das heißt, das bist du und ich, ich vom Bücherregal und jetzt mit deinem Programm, ist der Einzige, der dein Gebet, und jetzt habe ich das GE-Quadrat und Bet heißt jetzt das Haus, in dir selber hören kann. Das heißt übrigens das Fundament von Existenzen. Er ist der Einzige, der deine selbst erschaffenen Informationen und Vorstellungen erleben kann. Was meine ich damit? Ja. Nur Geist kann etwas erleben und ein träumender Geist, was der träumende Geist erlebt, hängt von seinem Intellekt ab. Aber erleben tut es nur der träumende Geist. Niemals irgendeine Figur, die du dir jetzt ausdenkst. Auch nicht der, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Wo war jetzt übrigens die ganze Zeit dein Körper und der Kopf? Wo war jetzt die ganze Zeit dein Gehirn? Deine Augen, deine Ohren? Die haben hundertprozentig sicher nicht existiert. Und jetzt wirst du feststellen, eventuell, dein Ego wird jetzt soufflieren. Der Satan in dir. Was redet der für einen Blödsinn? Wenn ich keine Augen und Ohren hätte, würde ich ja jetzt nichts sehen und nichts hören. Das ist das Umdrehen der Kausalität. Mein Klingelingeling-Beispiel. Das ist die geistloseste Äußerung, die es überhaupt gibt, weil das ist eine Äußerung deiner Logik. Du bist logisch, aber nicht geistreich. Geist funktioniert ganz anders wie Logik und dann doch wieder nicht. Das ist die große Erkenntnis. Das ist also hier in die Update, sich einzulassen auf Holofeeling. Halt, machen wir den Fettigen wieder. Halt, ich will da nochmal eins weiter, ich muss mal eins runter. Dann habe ich hier, das sind jetzt so, ich springe jetzt so einfach mal rein. Da zeige ich meine Ruth, schreibt mir heute Morgen was. Es geht um ein kleines Update. Hier können wir mal ganz kurz reinkriegen. Ich habe das, glaube ich, hier reingestellt. Moment, jetzt werde ich verwirrt. Alles ist gut. Heute Morgen. Schauen wir mal ganz kurz dahin, was da steht. Mhm. Das ist jetzt nur die hebräischen Buchstaben GUT.
Das rote G ist der Geist und UG steht für eine aufgespannte Erscheinung. Das ist Vordersprache. Interessant, der volle Wert, verborgene Wert ist 92. Das ist die Arbeit des Udo Thebaut. Hör endlich auf, erbärmlich zu jammern, sondern jamm mehr mit Freude. Geistreiches Denken bedeutet, Gott für alles zu danken. Das habe ich jetzt rot geschrieben. Blau gelesen heißt es nämlich, geöffnete Existenz ist ein Fundament. Das ist unsere Physiker, bitte genau zuhören, die ihre Experimente machen. Kommt zu mir nach Wien, ich zeige euch das im Labor. Die müssten das nochmal wissen, was Worte bedeutet. Was bedeutet eigentlich das Wort Experimente? Ex heißt herausdrehen. Barry heißt in unmittelbarer Gegenwart, vor dir, Barry um dich herum. Und Mendio kommt vom Mensch, Mende, das heißt, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das sind Experimente. Genau. Das ist das, was ist. Die Worte sind selbst erklärt. Also alles ist gut. Wir hören mal da ganz kurz rein. Alles ist gut. Alles ist gut. Da muss man sich dran gewöhnen, dass man diese Einstellung kriegt, dass alles gut ist. Das ist es. Das ist etwas, was wir immer wieder uns sagen. In uns. Ganz nebenbei erwähne ich jetzt, dass das Wort gut, wenn man Hebräisch schreibt, mit den hebräischen Buchstaben Gimel beginnt. Gimel schreibt man GML. Und das ist eigentlich schon die Einstein-Formel, wo es heißt, dass Energie ständig, sprich Geist ist Energie. Gimel schreibt sich GML. Genau aufpassen. M steht für Gestaltwerdung und L steht für Licht. Und ich sage jetzt, die Energie, das E-Quadrat in der Einstein-Formel im Original, ist Geist. Und das M ist die Gestaltwerdung, das sind deine Informationen, die bauen auf L, sprich auf C, das, die physikalische Bezeichnung für Licht ist C, ist GML, ist praktisch EMC-Quadrat. Ja. Eigentlich C hoch 4. Dieser Geist ist die Einstein-Formel, die schlichtweg und einfach sagt, dass Geist, sprich Energie, ständig in eine andere Form umgewandelt wird, ohne sich dabei in irgendeiner Form zu verändern. Das ist wie wenn ich immer sage, es ist 200 Gramm rote Gnede. Rot heißt nicht existierend. Energie kann als Ding an sich nicht existieren. Wie heißt es im Physikbüchern? Tausendmal erklärt ich das. Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Das heißt, du kannst es nicht vernichten, weil es ein absolutes, nicht denkbares Nichts ist, und du kannst es nicht vermehren, weil es unendlich viele Formen annehmen kann. Unendlich viele Formen, bleibt aber immer dasselbe Nichts. Ist das nicht die perfekte Beschreibung von einem träumenden Geist? Mhm. Was sich verändert, ist die Oberfläche des Geistes, die Information. Von Augenblick zu Augenblick. Das ist wie bei jede Umformung. Und jetzt kommt, das passiert immer jetzt. Jede neue Form, jeden neuen Gedanken, den du denkst, schau das deine Bild an. Siehst du immer nur, wie das Neue in dir auftaucht, aber dass im selben Moment das Bestehende zerstört wird. So, und jetzt mache ich Schnipp, jetzt denkst du an den Kopf und drehst den Kopf um 90 Grad nach rechts und jetzt pass mal auf, was mit deiner Information auf der Farbe passiert. Zack. Du kannst kein neues Bild anschauen, ohne das Vorhergehende zu zerstören. Das gilt für jeden Gedanken. Das sind so Sachen, die erkläre ich seit 30 Jahren. Jetzt. Immer jetzt. Ja. Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es ist vollkommen unmöglich, ich sage das immer wieder, dass du in 5 Minuten aufstehst. Du kannst es jetzt denken, dann erschaffst du jetzt eine Vorstellung von Zukunft. Und du kannst dir jetzt denken, dass du heute Morgen aufgestanden bist, dann schaffst du jetzt diesen Gedanken von Vergangenheit. Aber egal, was du denkst es jetzt und es wird auch jetzt wieder vernichtet. Das ist das Einzige, was in dir installiert sein muss. Das gesagt wird auch, ja. Das ist halt dieser Sprung in einen Bereich, dass man anfängt, dem Leben Vertrauen zu schenken. Ja. Dass ich immer wieder sage, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Genau. Das Wichtige zu erkennen darauf, wie man reagiert, wie eine Maschine, da reagiert der Körper, man kriegt einen Schweißausbruch, man fühlt sich schlecht, wenn was Schlimmes passiert, man fühlt sich gut, wenn was Gutes passiert. Der Witz ist, wer veranlasst es, dass du dich so oder so fühlst? Deine zwanghafte Reaktion. Du bist ein träumender Geist, ich lasse Sachen in dir auftauchen, das nenne ich Reizauslöser. Und wenn, du musst der werden, der das beobachtet. Du bist der Geist, der das erlebt, was er sich selber denkt. Was aber an dir selbst
an dem Geist nichts verändert. Du bist im Meer schon immer derselbe Geist gewesen, im Meer. Darum ist das Wort für Gott ist El Hayom, das heißt Gott das Meer. Was sich verändert, sind nur deine Gedankenwelt. Und wenn ich immer wieder sage, das Meer ist all seine Welt, die es aufschmeißt, aber nicht irgendeine bestimmte davon. Der Gedanke bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht. Das ist Blödsinn. Holofeeling heißt, du erkennst, dass jeden Gedanken, den du denkst, ist eine kleine Form, eine kleine Information von dir. Und in dir sind unendlich viele solcher Puzzlestücke als Kontinuum in einem lückenlosen Zusammenhang zusammengesetzt. Man ist hin und her, man reitet auf dem Pferd, wie ich gesagt habe. Rei. Also, ich geschrieben ist der Kopf des Schöpfergottes. Gedanke, 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 Gedanke. Aber gesamtheitlich gesehen ist immer beides gleichzeitig da. Das sich aber nicht von A nach B bewegt, sondern das nur ein ständiges Auf und Ab ist im Hier und Jetzt. Genau, genau. Und wenn du Menschen beobachtest und du kriegst die Fähigkeit, wertfrei zu schauen, dann wirst du das da mal merken, was immer der Unterschied ist zwischen geistreichem Denken und zwischen emotionalen, fanatischen Denken. Ja. Das ist immer, wenn ich sage, die einseitigen Recht habe. So ein einfacher Satz von mir, alle, die Recht haben wollen, haben kein Recht. Sonst würden sie es ja nicht haben wollen. Ja, genau. Ja, ja. Kein vollkommenes Recht, die haben ein bisschen Recht. Aber von der Vollkommenheit wissen sie nichts. Das ist jetzt das Große an Holofeeling, das ich immer wieder betone, egal wer jetzt in dir auftaucht, egal was der behauptet, ich lasse dir das ja träumen. Du wirst von mir nie hören, dass das nicht stimmt, was der sagt. Mhm. Wenn er von deiner Logik aus gesehen die verrücktesten Sachen behauptet, weil es dir unlogisch erscheint, für dich ist ja bloß das richtig, was deine Logik auch als richtig definieren kann. Wenn jetzt in dir zum Beispiel einer auftaucht und behauptet, er wurde vor 6 Monaten von einem grünen Mastmännchen entführt, habe ich erzählt sehr oft, dann ist das für dich ein Spinner. Wenn du jetzt aber jemanden hörst, der irgendwie behauptet, dass es da außen Sexualverbrecher gibt, die Mädchen oder Kinder schänden, das gibt es natürlich da außen. Du hast weder das eine noch das andere jemals mit eigenen Augen gesehen. Wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit. Es ist doch sehr erbärmlich, wenn für dich immer nur das richtig erscheint, was deiner extremen Affenlogik, die du geistlos nachäffst, das Wissen dieser ganzen Vollpfosten, die du Professoren und Nobelpreisträger nennst. Ja. Ich zitiere mal Manfred Lesch, auch ein Video von Selbstgespräch. Da sitzt er da und sagt, es muss einem klar sein, dass wenn man jetzt an einen de facto, wenn man jetzt an einen 10-Euro-Schein denkt, dass das noch lange nicht heißt, dass man deswegen einen 10-Euro-Schein hat. Ein 10-Euro-Schein, der jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir zu liegen scheint, sage ich, weil er auf deiner Farbbrille erscheint, der existiert. Es heißt aber doch nicht, wenn ich nur an einen 10-Euro-Schein denke, dass der deshalb existiert. Und wenn ich jetzt da dabei wäre, würde ich zu meinem Professor Lesch sagen, du kleines Dummerchen. Was bedeutet das Wort Existenz? Existere heißt heraustreten aus. Du hast ein Wissen in dir. Auf dieser Datei befindet sich auch die Möglichkeit, an 10-Euro-Schein zu denken. Diese Datei, dieses Bild, war übrigens schon da, wie es noch gar keine Euros gegeben hat. Mhm. Weil ja alles auf der Datei, was jemals war und was noch kommen wird, jetzt gleichzeitig da ist. Und in dem Moment, wo du an einen Euro-Schein denkst, taucht in dir der Gedanke, existiert in dir die Information 10-Euro-Schein. Bei Holofeeling wird nicht der geringste Unterschied gemacht, ob das Ding nur gedanklich existiert oder ob du das dann realisierst auf deiner Verabredung, das ist trotzdem eine Information. Und da erklärt er dann lang und breit, dass nur weil man etwas denkt, heißt es noch lange nicht, dass das existiert. Und dann sage ich wieder, du kleines Dummerchen, und wie sieht es aus, wenn du jetzt an deine schwarzen Löcher denkst und an deine Elektronen und Tachyonen und an deine Quarks? Das ist was anderes. Das ist das, was ihr wisst doch gar nicht, was ihr sprecht. Und du äffst es genauso nach wie alle anderen auch. Darum hast du ja die Deppen um dich herum. Ja. Rechthaberei macht fanatisch. Ja. Fanatismus macht blind. Egal, ob es rechtspopulistischer Fanatismus ist oder linkspopulistischer Fanatismus, Fanatismus ist Fanatismus. Dieses Recht haben wollen, frisst die Seele auf.
Jegliche Form von einseitiger Rechthaberei ist unvollkommen. Das ist immer das große Spiel. Es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellendorf. Mein Body war ein Beispiel. Solange ich den Fehler mache, einen Sinus draus zu machen, weil ich die minimalen Grundsätze der göttlichen Arithmetik nicht verstanden habe, solange ich den Wurzelbegriff entheilige, dass für mich Wurzelbegriff, Wurzel 25 ist plus 5 minus 5, Wurzel 9 ist plus 3 minus 3. HWH. Solange ich die eine Hälfte weglasse, beide Hälften gleichzeitig, plus 5, minus 5 ist nichts, weil immer alles nichts ist, ist immer alles nur der Geist, der seine Oberfläche selbst um sich herum ausgedachten Informationen anschaut. Aber jede Gedanke, die du siehst, ist eine Gedankenwelle zuerst einmal, wo beide Seiten gleichzeitig sind. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir denken uns jetzt bewusst einen Geist, der schläft, ohne zu träumen. Wir wissen, Geist ist nicht denkbar. Und jetzt ist auch keine Information da. Es ist eigentlich, jetzt denkt man, ein absolutes Nichts. Das Wort Nichts, das ich jetzt denke, ist natürlich schon wieder eine Information. Ich muss wissen, was Nichts bedeutet. Und wenn ich weiß, was Nichts bedeutet, dann weiß ich auch, was Gott bedeutet. Es ist etwas Nichtdenkbares. Also die Frage, ob der existiert oder nicht existiert, wenn Gott existiert, ist der Gedanke von einem Gott. Von dir. Von dir, Gott. Ja. Du erschaffst diesen Gott in dir und er wird dann so sein, wie du in dir denkst. Mächtig, nicht mächtig oder nicht existieren, was schon wieder Unbewusstheit ist. Wie oft sage ich, um zu behaupten, dass etwas nicht existiert, muss ich zuerst einmal das denken, von dem ich das dann behaupten kann, dass es nicht existiert. Das ist immer dieses Prinzip. Und wenn ich das einmal wirklich verstanden habe, dann wirst du feststellen, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, taucht der Körper in dir auf. Und du wirst jetzt genau definieren können, wenn du dich da reinlauscht, das denkst du dir nicht jetzt aus, was jetzt auftaucht, du hast ja keinen Einfluss drauf, ob du dich gesund oder krank fühlst. Das ist die Welle. Du siehst nur immer eine Seite. Wenn du dich gesund fühlst, nennst du das entweder gesund oder normal. Aber normal ist gesund. Und krank ist eben das Gegenteil davon. Das heißt, dir fällt in der Welle die Krankheit, weil du meinst, ich war vorher krank. Das habe ich immer wieder erklärt. Du hast es noch nicht verstanden, Peter Fettig, Programm. Heil. Bist du Geist in Bezug auf deine momentanen Trockenblasen auf den Körper, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Du hast jetzt sehr aufmerksam zugehört. Ist dir aufgefallen, dass du jetzt absolut heil warst über lange Strecken? Oder war im Hintergrund der Dauerschmerz? Dieses Ding, dass du bist ja nur ein dummer Affe. Was Reaktion ist, dass du beleidigt bist, ist dir gar nicht klar, dass das genau das ist, was du glaubst. Dass du mit aller Gewalt meinst, dich, Geist, würde es ohne diesen Trockennosen auf dem Körper nicht geben, weil wenn mein Gehirn nicht da wäre, würde es mich ja nicht geben. Das ist das Geschwätz deiner Elite, auch der ganzen Philosophen, die du dir ausdenkst. Es ist doch umgekehrt, wenn du das nicht denkst, existiert es nicht. Ja, es ist immer wieder ein Spiel. Mhm. Druck erzeugt immer Gegendruck, Kampf erzeugt einen Gegenkampf. Der Witz ist, dass wenn ich einen Druck habe, dass ich einfach in dem Moment, wo ich loslasse, hört der Druck auf. Ja. Aber keiner kann loslassen von seiner Rechthaberei. Mhm. Diskussionen, auch ein alter Satz, den ich seit 25 Jahren predige, Diskussionen ist ein Kampf um einen Standpunkt. Solange ich um einen Standpunkt kämpfe, erzeuge ich immer Unheiligkeit. Genau. Und vor allem, ich weiß nicht, was das Ganze darüber ist. Mhm. Das ist immer wie wenn ich sage, ist jetzt eine Küche, Herd, ein Kühlschrank, ein Wasserbecken, Töpfe, ein Fenster, eine Tür. Das sind alles Bilder aus dem Otto Küche, wenn du das wie ein Computer siehst. Das macht keinen Sinn, ist der hinten rechts oder hinten links. Es hängt davon ab, von welcher Seite du das anschaust. Was ist jetzt besser, Sonnenschein oder Regen? Das hängt jetzt für dich davon ab, was jetzt angeblich jetzt gedacht die lange Zeit vorher war. Wenn jetzt die ganze Zeit nur Trockenheit ist, was du nach dem Regen dich sehen, dann regnet es nur, sehnst du dich nach dem Sonnenschein. Bist du hungrig, sehnst du dich nach Essen. Bist du überfressen, betest du darum, dass dieses Füllgefühl endlich aufhört. Ja. Ja. Alle Selbstgespräche von mir sind Monologe. Ja. Da geht es um die Tasse und nicht um irgendeine Perspektive.
Es geht um die höhere Ordnung. Es geht nicht darum, ob es Kreis oder Dreieck ist, sondern es geht um den Kegel. Okay, das hast du ja eine Value. Wir wissen das alles, das wird kommen übrigens. All diese einfachen Selbstgespräche sind Wiederholungen von Wiederholungen. Wenn du das eine tausende Male, 25, 30 Jahre jetzt als Zeitspanne ausgedacht, natürlich immer jetzt, wiederholst, hast du keine Chance, dass du wach wirst. Man muss es immer wieder wiederholen. Und irgendwann kriegst du das große Heureka. Und dann sitzt du da, wie eine Bestellung nicht abgeholt, weil ich immer sage, in dem Moment, wo du es wirklich verstanden hast, kommt die große Verwandlung. Oberflächlich betrachtet sitzt du immer noch da, saß auf deiner Verabredung, bist im selben Zimmer, in derselben Wohnung, eventuell. Lass, jetzt zeige mir, dass du in der Lage bist, deine Rolle weiterzuspielen wie ein Schauspieler, egal welche Rolle du spielst. Und jetzt ist sehr davon abhängig, welches Programm du in dir laufen hast. Beim fertigen Programm oder beim Udo-Programm ist es kein Problem, das läuft eh schon seit Ewigkeiten so. Wenn du jetzt aber ein Arzt bist oder ein Politiker bist, kriegst du diese Probleme. Dann solltest du dir klar machen, dann kommt ein Lernprozess, warum mache ich das, was ich mache? Und dann wirst du das Kaufmannsdenken volle Breitseite mitkriegen, schau dir dieses Gebet an, was wirklich wichtig ist im Beten. Gebet, das hebräische Wort Gebet hast eigentlich bitten, jammern. Du hast es nicht nötig, um was zu bitten. Du bist alles, so Feeling, dir gehört alles. Du wirst wunschlos glücklich werden, weil du, egal was du dir jetzt wünschst, das eine absolut unwichtige Facette von irgendeinem Gedanken ist, den du denkst, sondern komplex. Wie geistlos ist man eigentlich, wenn man alles ist, irgendein Nichts haben zu wollen? Das du ja besitzt, bevor du dir das ausdeckst. Wo kommen deine Gedanken eigentlich her? Aus diesem unendlichen großen Kontinuum, das du selbst bist. Und ich betone immer wieder, wenn ich jetzt sage, bei aller Bescheidenheit, wenn ich als Bruce Udo, jetzt bin ich ein Gedanke in dir, ein Pixelmensch, eine Lautsprecherstimme und der Gedanke an irgendeinen Affen, den du dir jetzt ausdenkst. Aber der ist ja auch in dir drin. Egal, wo du dir jetzt irgendwas hindenkst, räumlich wie zeitlich, ich sage wieder nochmal zum tausendsten Mal, was hat ein Känguru jetzt, ein Känguru in Australien, der Neandertaler in der Steinzeit und der Alphidum in Paris gemeinsam? Nicht jede. Weil du einmal ein Australien, ein Känguru in dir aufbaust, dann formst du dich um in einen Neandertal, das passiert immer hier und jetzt. Und dann machst du so einen Alphidom aus dir. Was ändert es an dir selbst? Nichts. Ja, genau. Absolut nichts. Es hat sich an dir noch nie was verändert. Und im Geist, der seine ständigen, der träumende Geist verändert sich nicht, weil ihm etwas nicht Existierendes ist. Das ist kein Esel-Geschwätz, kein Kölngeschwätz. Das sind alles Fallen, geistlose Affen, die nachäffen, ob jetzt Christus geboren wurde, überhaupt, es gibt keinen Christus, das ist eine Märchenfigur, das ist übrigens die Sichtweise der Naturwissenschaft. Da machst du auch wieder welche, wenn eine angeblich Historiker sind und dann trotzdem Christen sind und sich an Jesus ausdenken, obwohl sie als Historiker eigentlich wissen sollten, dass die reine Person, der Mensch, Jesus von Nazareth, nur in den Evangelien vorkommt. Es gibt keine angeblich wissenschaftliche Schrift. Es gibt dann Nero, es gibt dann Herodes, Pontius Pilatus. Das sind ja angeblich historische Personen. Aber wer bestimmt jetzt wieder, wenn du ein fettes Papier vor dir hast, wer oder was da in der Vergangenheit richtig war? Ich sagte, in der Vergangenheit war überhaupt nichts. Dieses Spiel der Verschwängung. Es gibt nur eine allereinzige Möglichkeit, deine jetzt gedachte Zukunft, wo ja großes Fragezeichen ist, zu verändern, du musst deine Vergangenheit verändern. Jetzt sagst du, ja, ich kann doch die Vergangenheit nicht verändern, das war doch so. Das erkläre ich auch seit 30 Jahren. Ja. Vergangenheit, ja. Gedanke ist etwas, was du jetzt erschaffst. Ich wiederhole nochmal, wenn du jetzt dir denkst, dass angeblich von so und so 100 Jahre, das erschaffen wir jetzt aufgrund vom Wissen, das wir vom Hören sagen können, dass die Welt eine Scheibe war. Und dann kommt einer und sagt, die Welt ist eine Kugel. Den wollten sie ja verbrennen angeblich. Kannst du jetzt glauben oder nicht glauben? Ja, das stimmt ja gar nicht, was der sagt, weil du was anders gelesen hast. Aber auf jeden Fall hat sich das irgendwann einmal die Meinung verändert im Laufe der Zeit, die nie von der Vergangenheit in die Zukunft fließt, sondern in der Transversalen,
Transversal schwingt wie das Licht und Zudem, dann ist es so, dann begreifst du plötzlich, dass die Welt ja eigentlich schon immer Kugel war. Man hat bloß geglaubt, dass die Welt eine Scheibe ist. Aber hast du in dem Moment die angebliche Vergangenheit verändert? Mhm. Dann war ja die noch nie eine Scheibe, die war ja schon immer Kugel, man wusste es bloß nicht. Ja. Du kleines Dummerchen, die Welt ist auch keine Kugel. Ja, genau. Ja. Ja. Und du wurdest nie in der Vergangenheit von einem Affenweibchen geboren. Das denkst du jetzt. Du denkst eine Mutter aus und du denkst dich selbst als Säugling. Ja. Wer schafft jetzt diesen Vorgang? Und wann wird er schaffen? Hier und jetzt, in dem Moment, wo du es denkst, von dir. Von dir Geist, von dem Geist, den ich das jetzt erzähle. Genau. Es ist eine eigenartige Macht. Du bist der Mächtigste in deinem Traum, den es überhaupt gibt. Die Negativseite davon ist, du wirst es niemals irgendeiner Figur in einem Traum erzählen können. Weil selbst wenn du jetzt als Brüssel und der Brüssel das erzählst, dann springen sie in die Klapse. Aber das Problem ist, dass, warum willst du das Menschen erzählen? Ja. Das ist jetzt der Unterschied zwischen dem UP, dem blauen UP, dem Brüssel-Udo. Ich betone immer, wenn ich erzähle, den, der mich ausdenkt, ist der Einzige, der mich interessiert. Ich unterhalte mich nicht mit Gedanken, die ich denke, und ich will auch nicht, dass meine Gedanken anders sind. Jeder Gedanken, den ich denke, jede Figur, jeder Charakter, den ich mir jetzt ausdenke in diesem Leben, in diesem Roman, den ich erschaffen habe, in dieser Geschichte, ist genau so, wie ich mir denke. Mein Peter Fetti, meine Margot mit allen ihren Plus- und Minus-Charakteren. Und das sind auch alles Rollen, die ich spiele. Mhm. Ich kann jetzt umspringen. Ich weiß jetzt genau, was der Peter auf seiner Verabredung hat. Und ich weiß auch genau, was jetzt eine Diana und ein Redo auf seiner Verabredung hat. Kenne ich nicht. Wer ist das? Du kennst dich überhaupt nicht, weil du gar nicht weißt, welche Figuren du, welche Rollen du noch spielen kannst und du schon gespielt hast. Du weißt es, wenn du ich bist. Und du bist jetzt schon ich, das ist der vom Bücherregal steht. Du hast es aber vergessen, weil ich jetzt in diesem Moment auf einer ganz gewissen Seite in einem ganz gewissen Leben, in einem ganz gewissen Lebensabschnitt drin hänge und das hier denke. Du denkst immer in die Richtung und weißt nicht, was hinter dir steht. Mhm. Das ist die Sache der Vieh ich. Solange du ein kleines blaues Ich bist, glaubst du, du bist dieser Körper, an den du denkst, an die du denkst, wenn du an dich denkst, dann bist du dieser Körper, das ist das kleine blaue Ich. Und das kleine blaue Ich, dieser Körper, das Gehirn, was dazugehört, weiß nichts, ein ausgedachtes Gehirn weiß nichts von dem Intellekt in ihm selber. Mhm. Weil das Gehirn sein Intellekt nicht ausschauen kann. Ja. Der Intellekt ist jetzt sein ganz persönlicher Schwamminhalt. Der Schwamminhalt wiederum weiß auch nichts, weil das kein Geist ist. Da ist jetzt aber das rote Ich. Das ist der Geistesfunken, der aufgrund dieses Intellekts sich zu einem Körper, zu einem Affen macht. Und der wiederum weiß nicht, dass er eigentlich der vom Bücherregal ist und noch viele andere intellektuelle Systeme auch noch durchdenken kann. Die alle gleichzeitig schon in ihm drin sind. Die der vom Bücherregal alle gleichzeitig im Jetzt sieht. Das bin ich so. Und das habe ich zig hunderte Male erklärt in diesen, was sind das, so 100 Stunden Selbstgesprächen und Schriften. Ja. Und wenn du den Weg nicht durchläufst, wirst du nicht wach werden. Ja. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Ja. Das Einzige, was ich dir sage, ich werde niemals zulassen, dass dir was passiert. Das Tier, das du zu sein glaubst, das löst sich so auf, wenn du es nicht denkst. Das Problem, das kriegst du nicht mit. Wie war das nochmal immer, wenn wir neue Form machen? Mhm. Man kriegt gar nicht mit, wenn ich jetzt meine Farbe verändere, dass sich das dabei auflöst. Mhm. Und sobald ich das neue Bild habe, kann ich mir im selben Moment denken, was ich vorher angeschaut habe, aber das ist dann nur feinstofflich. Aber im selben gleich, im selben Moment da. Moment. Das ist ein Fehler. Ein Verbrechen. M-O-N. Ja. Ein M siehst du und einem ist im Hintergrund. Und dann taucht das auf. Ja. Dann ist aber immer Wellenberg und Wellendorf kommen nie nacheinander. Die Physikbrüche, alles ist perfekt. Nochmal, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas du mir zeigst, dass das nicht stimmt. Ich erkläre dir, was das bedeutet. Und wenn wir jetzt in die Physikbücher rangehen, dann geht dir das Herz auf mit Holofeeling. Und dann wird dir bewusst, was die geistlose Schwätzer deine Physiker sind. Die schauen nämlich dieselben Formeln an, haben aber nicht, die wissen nicht, was das bedeutet.
sondern die wissen das, was sie programmiert sind. Sie lächelt schon wieder. Ist der Gedanke von dir programmiert? Wir reden doch jetzt wieder von Menschen, die uns ausdenken. Du bist programmiert. Ja. Es geht nicht um die Gedanken, sondern um den, der die Gedanken denkt und seine eigenen Gedanken anschaut. Sag dir für das Wort Gedanken. Jeder Mensch, den du jetzt denkst, ist ein Gedanke von dir. Der kriegt es übrigens ja mit, dass du ihn denkst. Das habe ich ja ein paar Mal gesagt. Wenn du jetzt an einen Putin oder einen Habig oder einen Hitler denkst, die kriegen das nicht mit, dass du die jetzt erschaffst. Klar. Aber sie waren hundertprozentig sicher immer nur dann sein, wenn du sie denkst und genauso sein, wie sie von dir gedacht waren. Weil du eine komplett eigenständige Traumwelt hast. Wenn Menschen träumen, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Der Mensch als Ding und sich, der Adam, ist was ganz was anderes. Die Menschen, blau gelesen, sind die Programme. Und Programme träumen nicht, sondern der Adam, der Geist braucht, der Computer braucht ein Programm, um Bilder in sich erschaffen zu können. Und dann wiederhole ich das immer und immer wieder. Und du wirst es so lange hören, wenn du willst, 1000 Jahre, und es wird sich an deinem Leben nichts verändern. Das heißt, du wirst nicht morgen sterben und nicht übermorgen und nicht in 1000 Jahren. Wenn ich sterbe, SD-Alben, raumzeitliche Erscheinungen sind der Weg der polaren Existenzen. Du stirbst eigentlich von Augenblick zu Augenblick. Und wirst aber von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren. Das sind so Sätze von mir. Wenn du jetzt an deinen Körper denkst mit Holofeeling, ist dein Körper deine Traumwelt. So wie du jetzt an deinen Körper denkst, kannst du sagen, ist mein Körper, das ist der Chat, eine Kollektion. Und dann denkst du jetzt aktuell an deine Nase, an die rechte Hand, an Daumen, an die Zehe, am Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Das sind so Einzelteile, die du meinen Körper nennst. Wo du dir nicht auch an den jüngeren Körper denken kannst und an den älteren Körper denken kannst. Aber den einen gibt es ja noch und der andere ist ja noch nicht. Und jetzt sage ich, jetzt ist dein Körper deine Traumwelt. Und genauso ist egal, was du denkst. Es ist ein Teil von mir. Sag ich nicht an Jesus? Ja. Schau das Holz an. Ich mache es einmal genauer. Spalte das Holz. Und du siehst mich. Interessant ist, Holz auf Hebräisch ist Etz. Das ist jetzt das Computerprogramm. Baum, Bäume, Gehölz, Holz. Also ich darf da nicht draufdrücken. Und das ist jetzt ganz einfach, blau gelesen, eine augenblickliche Geburt. Das ist Augenblick des 70 und die 90, eine augenblickliche Geburt. Das Rot im Hintergrund ist die geistige Quelle, ist der Geburtsgeber dazu. Und die augenblickliche Geburt wird erzeugt durch dein Intellekt. Wenn du ein Holz spaltest, siehst du mich. Das ist das Heilige in der Mitte. Oder ist immer wieder, schau einen Stein an. Das spricht mir eben aus. Raumzeitliche Erscheinung ein. SD1. Das ist eine intellektuelle Schöpfung, ist immer ein Polar außerhalb existierendes Polarität. Pol übrigens wieder hineingesetzt, das Tunmachen eines Adi. Schöpferische Berechnung deines Intellekts, wenn wir das blau lesen. Das ist der Klartext, wo du kriegst, dass du irgendwann einmal begreifst, dass das ein Computerprogramm ist. Dass ich immer wieder nur darauf hinweise, dass ich die ganzen physikalischen Naturkonstanten, die du in deinen Physikbüchern findest, stehen in der Heiligen Bibel, in der Tora, im Tenach. Komplett berechenbar, weil ich erzähle dir jetzt etwas, darum sind diese Schriftzeichen auch Zahlen. Es ist eine Matrix. Und dann nochmal, und ich zeige dir in deinen Physikbüchern neulich auf jeder Seite so eklatante Fehler, dass dir plötzlich bewusst war, was für geistlose Narren deine Physiker sind. Wenn du schon was nachäffst, dann äff was Geistreiches nach. Meine Jesus-Sprüche. Sorge dich nicht um morgen, wahrlich, ich sage dir. Die Weisen deiner Welt sind Dummköpfe. Sie behaupten nämlich, meine religiösen Schriften wären religiöser Schwachsinn. Nein, denn ihre Schriften, aber es hat alles an Sinn. Es wurde bewusst erschaffen. Letzten Updates anschauen. Da habe ich Updates reingemacht mit Badaturi-Offenbarungen. Jetzt raumzeitlich für dich eine Frau, die Visionen hatte und dann ist sie angeblich, Jesus hat zu ihr gesprochen und hat es über Jahrzehnte, hat es niedergeschrieben. Oder Jakob Lorber.
Der Schreibschrift Gottes. Ich bin der, der diese von dir jetzt ausgedachten Menschen inspiriert hat. Stimmt das oder stimmt das? Nicht ganz, ein bisschen. Ich bin der, der, wenn du die Reife hast, dir eine Paradudie und einen Jakobloper ausdenken lassen und du dir jetzt denkst, dass denen das mitgeteilt wurde. Aber jetzt eine ganz einfache Frage, wenn du jetzt an jemanden denkst, wer bestimmt, was die denken und was die erlebt haben? Ja, genau. Das ist einmal der den du dir ausdenkst, in sich erschafft, das bin du. Das heißt, wenn du an einen Zoger oder an Hitler denkst, der Hitler kann nicht anders sein, wie du in dir denkst. Aber alles, was du jetzt von dem Hitler behauptest, ist etwas, was du nur vom Hören sagen kannst. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ja? Es ist austauschbar. Ja. Es ist eine faschistoide Gesellschaft, die du zurzeit hast, die genau dieselben Fehler, wo in dieser mächtigen, in dieser offiziellen Märchengeschichte, offiziell heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Diese offizielle Märchengeschichte ist eine einzige große Lüge, mit KZs, mit allen, aber ich gehe doch einen ganzen Schritt weiter. Die offizielle Naturwissenschaft, dass du ein sterbliches Säugetier bist, das sich auf einer Erdkugel befindet, sich um die Sonne herumdreht, ist eine einzige große Lüge, um die verwendet zu in deinem Kopf und kämpfst ums Überleben. So, jetzt kannst du einfach schauen, wie du selber darauf reagierst und wie du darauf reagierst, bestimmt ein Schwamminhalt, den du zu durchschaust. Und du kannst schauen, wenn du das jetzt jemandem erzählst, wie die darauf reagieren, dann kriegst du was mit von diesen intellektuellen Systemen, die aber von dir erschaffen werden. Das ist das, was du zu durchschauen hast. Ja. Leben ist ein Spiel, das ist ein Geist, ein Gott mit sich selbst spielt, weil es sind keine anderen da. Am Anfang steht da ein E. Ein E heißt das nicht existierende E-Quadrat. Das ist diese Energie, die wieder vermehrt und vernichtet werden kann. Und dann kommen da in die Physik und die reden dann von Energiegewinnung, von Energieverbrauch. Und im selben Moment in der Schule lernst du, dass die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Also muss diese Energie eine andere Energie sein wie eine ausgedachte Energie. Es ist auch ein roter Mensch, ein Gotteskind, was anderes wäre ein ausgedachter Mensch. Der ist nämlich blau, das ist ein sterbliches Säugetier. Mhm. Aber der sich den ausdenkt und sich mit einem Gedanken verwechselt, das bist du. Mhm. Mhm. Ja. Also, wo ist dein Problem? Die Schwierigkeit, ja, ich will ja gehen. Also, wo willst du hin? Ja, okay. Es gibt bloß hier und jetzt. Das höre ich. Ich will ja an das Programm. Ich will ja ein anderes Wissen. Das ist jetzt die richtigere Frage. Wie komme ich an ein anderes Wissen? Indem du einfach all das, was du bisher bekämpft hast und all das, was dich null interessiert hat, dass du neugierig drauf bist und dass erst so kommst du zu neuem Wissen. Tast du mal zu den Gegenseiten. Ich behaupte, dieses Ding hat einen Henkel. Dann sagst du, ein Spinner, der ist doch blind. Das ist alles. Du sagst, es ist richtig, dass da kein Henkel da ist. Das ist die Kehrseite. Hier aus gesehen ist es verkehrt. Du siehst jetzt den Udo. Wir sagen, der Henkel, H-Engel, da. Du siehst jetzt den Udo. Das ist für dich richtig. Ich meine, als Spitzelmännchen, okay? Dann würde ich auch der Verabredung erscheinen. Dann sage ich, wenn du die Kehrseite sehen würdest, würdest du eigentlich wissen, dass ich nichts bin. Bloß ein Gedanke in deinem Kopf. Das ist die andere Seite dazu. Und was bin ich, wenn du mich nochmal denkst? Und was bist du, wenn du nicht an dich denkst? Ja, nichts. Dann bist du immer noch da, dann denkst du halt an was anderes. Gibst dir eine andere Information. Ja, ja. Das ist das Spiel eines träumenden Geistes. Sehe wenig Körper. Sobald du zu sehen beginnst, da haben wir das Wort E, S. Vorne ein S und hinten ein N. Das S vorne ist eine 7, ein Seher, das heißt Denker, ja. Das ist das Männliche. Und das hinten, das N, Existenz, existieren, ja. Blau ist die Körper. Ja. Das ist das Weibliche. Ja. Hast eigentlich im Hebräischen Loch. Das ist die Frau, ist das, was du träumst, und der Mann ist der träumt. Ja. Und in der Mitte ist eine Ehe. Das heißt sehen. Um etwas sehen zu können, muss ein roter, träumender Geist da sein, der nichts ist, um ein Etwas. ET 70-400, das ist eine augenblickliche Erscheinung, in sich wachzurufen, das ist eine Gedankenwelle. Ja. Ja, ja. Und das Ganze passiert jetzt im Englischen, wir Engel nennen das Brain,
Brain, das du mal mit BR, das hebräische Wort BR heißt das Äußere, und Ein, BR, Ein, Ein heißt das nicht existieren. Genau. Ja. Das nicht heißt, dass es nicht existiert, aber nicht aus. Ja. Es ist eine Information und jede Information, die Vorsilbe in, IN, blau gewesen, intellektuelle Existenzweise von dir gedacht wird, im Lateinischen heißt es zum einen innen und zum anderen ist es eine Verneinung. Mhm. Du bist ein Individuum. Das kommt vom Dahlen. Du teilst dich. Mhm. Kaputt geht kaputt. Mhm. Kaputt lateinisch Kopf. Ja. Das ist übrigens der Kopf auf griechisches Kar. Wir haben das Wort Karphos. Kennst du Karphos auf Altgriechisch? Das ist der Splitter. Du Heuchler, zieh dir zuerst einmal den Balken aus deinen eigenen Augen, bevor du den Splitter in den Augen eines anderen kritisierst. Das heißt es im Alten Testament, im Neuen Testament Altgriechisch. Wir wissen, Dokos ist der Balken. Balken. Das deutsche Wort Balken, Bial, heißt in Gott und den heißt Fundament. Und dann haben die Experimente. Mhm. F unter, unter heißt Welle, eine Facette ist eine Welle. F unter, Mendo heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. Und dieses Dokos, dieser Balken, wir machen jetzt ein Verb, ein Zeitwort raus, dann heißt es Dokeo, da kommt ein Omega hinten dran. Das heißt etwas glauben, meinen und für wahr halten. Mhm. Du Heuchler, nie zuerst einmal den Dokos. Öffnete Ecken. Balken in dir ist ein Fundament, das ist das, was du dir überlegst und die Lügen verbreitest, die du verbreitest in deiner Welt, aufgrund deines Glaubens, den du dir nicht raussuchen konntest. Aus deinen Augen. Richtig, genau. Bevor du Tokio, Tokio ist jetzt Glauben, meinen für wahr halten. Bevor du den Splitter in den Augen eines anderen, da steht Karphos. Karph heißt Kopf, auch Kopf. Aber jetzt Karpho, wieder mit einem Omega hindern. Das schauen wir uns ganz kurz an. Habe ich zwar schon sehr oft gezeigt, aber schau, dass du das still machst. Das mache ich mit allen Wörtern deiner Welt in allen Sprachen. Da steht Bial, wenn wir das jetzt Hebräisch schreiben, heißt es in Gott, ist ein Fundament. Das hast du übrigens auch hier der Decke, geöffnete Ecke. Da müssen wir jetzt den Spiegel der Struktur bilden. Be'ilet, im Kind existierend. Be'ilet heißt auf Hebräisch im Kind existierend. Das ist das Dach, das ist das Kack, der je herausragt. Ich mache es jetzt mal so, schau das kleine Bild an. Okay? Und jetzt machen wir aus diesem Dokus, machen wir jetzt ganz einfach ein Omega hintern, Tokio. Und jetzt kriegst du dieses Spiel, wenn man sich reinlesen tut, scheinen, den Anschein haben, wird dem wirklichen Schein entgegengesetzt. Wenn du dich jetzt runterliedest, dann kommt dann etwas Glauben, meinen für Wahrheit. Es scheint so, als wenn da außen was wäre. Das ist der Balken in den eigenen Augen. Der Splitter in den Augen der anderen schreibt sich Kaffers. Ah, ja. Das ist ein trockener Körper, Rock. Ist ein Fels, Zur auf Hebräisch, zu Form werden. Das ist ein dünnes Reih, ganz dünnes Reisig, ein dünner Stängel. Das spielt der Strohhalm. Ich könnte jetzt jedes Wort total aufregen, mit dem springe jetzt gleich. Zuerst einmal nur der Karl. Du wirst jetzt feststellen, das ist der Kopf. Mhm. Kopf über. Ich müsste jetzt sagen, ich würde genau anschauen, wie geht der Satz auf bei der Vatersprache. Asse hast du machen handeln. Mhm. Asse esse. Mhm. Lateinisch. Mhm. Griechisch, Hebräisch. Immer wieder kippt es um, das kann lückenlos zu nammern. Und KFO, das ist jetzt dem Todesschlaf ähnlich, betäubender Schwindel, die Schwere des Kopfes, ein Schlafschwindel. Karo, jetzt pass auf, jetzt machen wir das rein. Da habe ich jetzt das absichtlich weglassen. Jetzt brauchen wir dieses Fo und jetzt machen wir hier das mit rein. Und jetzt kriegst du ein Zusammenziehen, ein Einschrumpfen lassen.
So liest die Haut, jetzt muss ich wissen, Out hast du dafür gleich Zeichen, das heißt, er liest die Zeichen zusammen, schrumpfen und dann wird aus Krebs zum Beispiel bloß eine Krankheit. Weil du die Worte enthaltest, du schrumpfst, es schrumpft in dir die Erkenntnis, was bedeutet eigentlich ein Wort komplett in dir zusammen. Das ist das Enthalten von Wörtern. An was denkst du bei dem Wort Krebs? Das Spiel habe ich ja schon vor Jahren gemacht. Mhm. Und jetzt auch, bevor du in der Lage bist, das eine Wort streng arithmetisch gesehen ein 400-Seiten-Buch zu machen, lebst du in einer absoluten Dichtigkeit, dass diese Entheiligung, diese Wörter, wo ich sage, was sind Fakten? Es weiß in deiner Welt kein normaler Mensch, was Fakten sind. Ein Faktum steht in jedem Wörterbuch, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Betonung liegt auf hier und jetzt. Das Faktum, die dort besteht darin, dass du jetzt an was denkst. Wirf, soll ich das noch wiederholen? Und in dem Moment erschaffst du jetzt das, was du denkst in deinem Kopf. Denk an das heliozentrische Weltbild. Das wiederum, was du erschaffst, steht und fällt mit dem Wissen, dass du mit der Datei, die du zum Denken benutzt, die konntest du dir aber nicht raussuchen. Ja. Mhm. Schimmerst dich viel zu sehr um Gedanken, die du denkst und willst die anders haben. Na, denk sie doch anders. Aber wie weit kann der Computer seine Programme selber verändern? Ja. Du wirst jetzt merken, der Computer kann an die Programme gar nichts machen. Man muss einer außerhalb dieses Systems sein, das bin ich, das ist Gott, das ist die Formbücherregal. Das ist eine komplett andere Welt, die aber genau genommen nicht da außen ist, sondern ganz innen ist. Wir müssen es immer spiegeln. Ja. Ja. Das ist in ganz einfachen Worten, erkläre ich dir, was du deine Menschheit nicht weißt. Und was denkst du bei dem Wort Mathematik? Tausendfach erkläre ich das. Das sind geistlose, dummköpfe Schwätzer, die nur auf Mathe, auf ihr gelerntes Wissen zurückgreifen. Das Wort Mathematik hat mit Rechnen nichts zu tun. Das äffst du auch noch, dass Mathematik Rechnen bedeutet. Und was bedeutet Ästhetik? Ja, schön. Nein, Ästhetik heißt einfach nur etwas wahrnehmen. Ja. Da wird nicht unterschieden zwischen schön und hässlich oder richtig und verkehrt. Ja. Das Spiel spiele ich durch. Ihr kennt eure Wörter nicht. Wo sind deine Linguisten, die du dir ausdenkst? Du meinst, die wüssten alles. Als wenn ein Gedanke, den du dir denkst, anders sein könnte, wie du ihn dir denn denkst. Meinst du jetzt, dass der Udo mächtig ist? Ja. Nein, der ist mächtig, der dich das jetzt denken lässt, das bin ich. Ich mache mich jetzt aber zu einem Gedanken von dir, um dir zu erklären, was du bist. Ja. Weil du ja nur deine Informationen anschauen kannst, muss ich, unendlicher, unsterblicher, ewiger Geist, jetzt in dir als eine Existenz, ein Existierchen in Erscheinung reden, um dir Geist zu erzählen, dass du auch unsterblich und ewig bist. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist keine Esoterik. Wir reden von dem, was ist. Ja. Und ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Sonst noch irgendwelche Fragen? Absolut keine. Es ist absolut nichts Neues. Wenn du jetzt nochmal ein paar hundert Stunden Selbstgespräche hörst, wirst du feststellen, ich habe das in hunderten verschiedenen Variationen erzählt, ja. Immer dasselbe. Ja. Die Hologrammatik und die aber das ist alles Erwachsenenzeug. Du bist ein Gotteskind. Mir würde es momentan vollkommen reichen, wie ich sage, wenn du jeden Moment weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Und dass du aufhörst, von irgendwas Angst zu haben. Du hast hier zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und von nichts und niemandem Angst zu haben. Und solange du dich noch über was aufregst, oder dich vor irgendwas, was du dir denkst, was du erschaffst, das ohne dich gar nicht eben Geistes eben geben würde. Hast du dein Lärzel nicht erreicht und du wirst es wiederholen, wenn du willst, 1000, 2000 Jahre. Das ist eine wirkliche Versicherung, was ich jetzt sage, ein Versprechen. Versprechen hat übrigens auch zwei Seiten. Ja. Ich verspreche dir, dass ich mich noch nie versprochen habe. Gut. Dass alles, was ich mache, selbst Aussätze oder Fehler ihren Sinn haben, wofür ich sage, da hat er doch das gesagt oder hat er das verkehrt gesagt. Ich will, dass du sehr aufmerksam bist und mitgehst und dann fällt dir das auf und dann ist es halt ein verrückter Versprecher. Alles ist gut. Rot gewesen. Ja. Gut. Gut. Platz auf in gut und schlecht. Ja. Ja. Die Liebe, rot gewesen, platzt auf in Lieben und Hass. Ja. Du hast das, was du hast. Interessant, immer wenn du was bekämpfst, egal was, eine Krankheit, egal was, denkst du an das, was du nicht haben willst.
Würdest du nicht denken, wäre es weg. Dann zieht sich Krankheit in die Länge. Dann kommt das große Geschäft mit der Medizin. Dann kommt die ganze Esoterik, diesen ganzen Kack, wo Leute mir teilweise schicken, dass es mir besser geht, weil sie von Udo helfen wollen. Mit ihrem Wissen. Habt ihr denn noch nie was von Selbstheilungskräften? Das Heile bist du schon. Du kannst nicht etwas werden, was du schon bist. Ewiger Geist. Du kannst dich wieder erinnern, was du bist, weil du dich zurzeit immer den Gedanken von dir verwechselst, wo du sagst, der Gedanke, die Gedanken, welche bin ich und die anderen bin ich nicht. Du bist immer, du bist ich. UB El Hayom, Gott das mir. Und wir leben nur unsere Wellen. Und was wir jetzt immer gespielt in der anderen Seite, im Jenseits, was ein oberflächliches Phänomen ist, die Gnede. Soll ich es nochmal machen? Ich habe 200 Gramm rote Gnede, ich mache aus der Gnede eine Tasse. Du fragst Menschen, probierst aus, erklär das so, wir machen eine Tasse und du fragst sie, was ist das? Dann sagt jeder eine Tasse. Jetzt fahre ich die Gnede wieder um und ich mache aus der Gnede, was ist ein kleines Pferd? Ich frage sie, was ist das? Dann sagen die Pferd. Dann mache ich aus der Gnede ein Äffchen. Und ich frage sie, was ist das? Ein Äffchen. Ist auch Blödsinn, es ist Gnede. Es ist Gnede, egal welche Form ich der Gnede gebe, es bleibt 200 Gramm rote Gnede. Du verwechselst die Form mit dem, was ist. Ja. So, das, was ist immer gleichbleibend. Ja. Das bist du. Du bist immer derselbe Geist. So, jetzt denke ich als 20-Jährig. Letztes Selbstgespräch. Denk dich als 20-Jährig. Denk dich jetzt, denk an deinen besten Freund oder deine beste Freundin damals. Denk, versuch ganz kurz dir das jetzt, wann dein 20-Jährig vorzustellen. So habe ich ausgeschaut mit 20 und so haben meine beste Freund oder Freundin ausgeschaut. Das sind beides. Du selbst, den du dir in die Vergangenheit denkst und deine Freundin, sind beides nur Formen deines Geistes, der sich dabei nicht verändert. Warum willst du das nicht wahrhaben? Da muss nur ein kleines Wehchen sein, irgendein komisches Geräusch und es haut dich sofort aus den Bahnen. Ich habe so kindgerechte Beispiele gehört, ich müsste eigentlich nur nicht. Ich sage mir, feiern auf der Brösel-Ebene als Brösel und der Brösel erlebt natürlich jetzt nur ein Geist, aber er gibt es aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig. Ich erzähle mir laufend selbst Witze, wo ich nur drüber lachen kann, weil ich mir in der Person, mit dem Programm, das, was ich in der Person erlebe, erzähle, Colony kennt erst, indem ich mir auf der Brüssel-Ebene zwei verschiedenen Personen einen Witz erzähle. Muss ich eine Hälfte haben, wo ich den Witz nicht kenne und eine, die ihn schon kennt. Und erst dann entsteht Freude, entsteht Lachen. Aber der das empfindet, die Freude empfindet, das ist Geist. Nur Geist erlebt den Traum. Er macht aber jetzt den Fehler, dass er schon wieder teilt, dass er bloß positive Sachen haben und negative nicht haben will, dadurch wird er diesen Hexenkessel nicht verlassen. Ja. Weil es gibt eine rote Glückseligkeit, es ist eine vollkommen neue Qualität. Und ich erzähle immer wieder, man geht ja auch in ein Krimi und schaut sich ein Krimi oder einen Horrorfilm an. Ja. Oh, war das heute ein geiler Film. Ich freue mich so. Ja. Du kannst dich auch an der Negativseite freuen. An Sonnenschein und Regen. Mhm. Ja. Alles lieben. Das ist die rote Liebe. Auch die ganzen Decken, die wir uns jetzt ausdenken in unserer Führerscheinprüfungsbogenwelt, das ja mittlerweile nur noch Witzfiguren sind. Jetzt schaue ich nicht rein, ob du dich noch drüber auflöst, ob das Entsetzen dir auflöst. Diese unendliche Geldgeilheit der Pharmaindustrie. Mach mal Corona, eine einzige Lüge, Angst machen, Panik machen, Angst machen. Für dich jetzt egal, wie du politisch eingestellt bist. Die Hassprediger der AfD. Setz dich doch einmal hin und hör die AfD-Reden an. Und bring mir eine aller einzige, wo irgendein AfDler Hass verbreitet. Du wirst keine finden. Den Hass verbreiten die Öffentlich-Rechtlichen, die Offiziellen und die anderen. Ja. Es ist natürlich immer wieder deine Logik, wird jetzt, du wirst jetzt die Kehrseiten brauchen. Und ich sage auch, die AfD ist keine Lösung. Ja, nein. Das Unkrautvernichtungsmittel, wie ich das genannt habe, das jetzt erst einmal das grüne Zeug niedermacht. Mhm.
Aber wenn wir in der Macht sind, aus Unkraut, dann wächst kein neues Leben. Das kommt mit Hudo Feeling. Aber Hudo Feeling ist nicht für die Welt außen. Hudo Feeling ist der innere Bereich. Mhm. Wir reden von einem komplett neuen Weltbild. Und das kann nur Geist verstehen, niemals eine vergängliche Erscheinung. Affe wird niemals verstehen, was Gott ist. So wenig wie ein Computer, den wir uns jetzt ausdenken, weiß, was da, wo seine Programme herkommen. Die künstliche Intelligenz, ChatGPT, jeder normale Mensch ist eigentlich eine KI, ein ChatGPT, und er greift nur auf die Daten seines Intellekts zu. Ja, stimmt. Er hätte aber, und das ist jetzt der Witz, wenn du ins Internet gehst und gehst immer auf dieselben Seiten, weißt du, das sind Millionen und Abermillionen von Seiten, wo du auch anklicken könntest, die dich einfach nicht interessieren. Das ist die Selbstverdummung. Für dich sollte genau das interessant werden, was du bisher bekämpft hast, weil du sagst, wenn ich jetzt diese Logik hätte, wäre das für mich richtig, was ist da dran? Also muss ich mich voll darauf einlassen, mich in diese Logik reinzudenken. Mhm. Und diese unendlichen Zeiten, die mich bisher überhaupt nicht interessiert haben. Mhm. Kannst immer wieder, wenn ich sage, kannst dich einmal hinsetzen, wenn du Geduld hast, wenn ich jetzt hochfahre, wir bleiben mal brötlich in der Bücherregal, dann gehen wir da oben, dann habe ich so einen Stapel an Büchern, 16.000 Seiten Sanskrit, habe ich Wort für Wort übersetzt. Ja. Hingesetzt als Brösel ohne Schulbildung, Sanskrit wird der Buch und Wort für Wort übersetzt. Obwohl doch eine Übersetzung mit dabei ist. Praktisch Vedanta. Aber er macht genau denselben Fehler. Er nimmt ein Wort und schreibt dazu, was das Wort bedeutet. Macht übrigens der Google-Übersetzer auch. Nimm ein hebräisches Wort und gibt es in Google-Übersetzer ein. Das ist in der Regel nur eine Bezeichnung. Und dann nimmst du die Wörterbücher und dann wirst du feststellen, dass es ein Schwall von Sachen sind. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass bei vielen Wörtern du auch noch Präfixe und Zufixe extra lesen kannst, dass der Satzteile wird. Du musst ja nur so viel lernen. Du kleines Dummerchen, du hast unendlich viel Zeit. Okay. Was sage ich als Udo wieder zum Abschluss? Wenn du meine Ohrenbarungsschriften, alle plus die Zusatzschriften, jetzt von meinen Schreibschriften und alle Selbstgespräche 2-3 Mal durchgearbeitet hast und es wirklich von hinten bis vorne auswendig kennst, dann habe ich dir auf der göttlichen Schliefertafel beigebracht, ein Alef zu zeigen. Ich habe keinen Größenwahn, wenn ich dir sage, das Wissen einer kompletten Menschheit, das du dir zurzeit ausdenkst, ist für mich das Wissen einer Stimme zu verlieren. Mhm. Und auch, dass ich dieses Wort benutze, hat 2 Menschen. Mhm. Jetzt lassen wir es gut sein. Und? Danke. Was sagen wir Menschen? Pech.